Evans, tja, how's it looking erledigt. On your side? That's all of them. Then secure the perimeter. Oh, jetzt geht die Dietrich-Scheiße wieder los. Oh, hab ich Lust drauf, alter Schwede. What do we do now? We need to report this. Find a radio station and keep your eyes open. Yes, sir. Mhm. No bodies? This doesn't make any sense. Ja, das ergibt alles keinen Sinn. Also es gibt keine Nebenmission, es gibt eine Hauptmission. Ich hoffe, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist natürlich schade. Ich dachte, ich habe die, ich bin in dem Zustand, wo ich beim Hauptspiel dann aufgehört habe. Aber dass das, dass ich quasi wieder von neuem mich leveln muss, das ist natürlich. Ach, zu niedrig, ich hab's geahnt. Mhm. No radio station here. Das ist hier nix. Absolut nischt. Darf ich wieder alles durchsuchen? Ja, aha. Stück habe ich. Stimmt das? Nee. Ja, würde ich gerade sagen. Aha. Wir haben ja gelernt, alles durchsuchen. Also jetzt schon wieder ausgezahlt, wenn ich das hier sehe. Ach so, das ist ja das Ding. Kein gutes Gefühl hier zu sein, sei jetzt schon. Nothing. Glaubst du, du hast genug Glück? Wenn du nach unserem Gewehr suchst, dann kann ich dir sagen, dass ich im Aufzugsschacht verstecken musste. Mir gehen diese endlosen Vorschläge über das Sparen von Munition gehörig auf den Geist. Irgendwie muss man doch mal Dampf ablassen. Erzähl aber bloß niemandem davon, dass wir das machen oder wir geraten in Schwierigkeiten. Keine Ahnung, warum du dir überhaupt die Mühe machst. Du wirst meine Punktzahl eh nicht schlagen. 23 Drohnen erledigt und nur einmal verfehlt. Ich würde ganz gerne. Wo war denn das mit dem Aufzuschacht? Wo war denn der Aufzugsschacht?
Hier, oder? Bloß gut. Aber das Ding auch schon mal? Nie genug haben. Oh oh. War das eine Funkstation? Habe ich jetzt nicht richtig gesehen. Hier noch mal reingehen, aber ich glaube, hier war nichts. Naja, aber warum sie das nicht im Hauptmenü ins Hauptspiel integriert haben, verstehe ich jetzt auch nicht ganz. Oder konnten sie das nur machen, das DLC aufgrund des Erfolgs des Hauptspiels? Und das kam ja, glaube ich, ein oder zwei Jahre später raus. Komm ich, ah, ist klar, ich hab's. Ich habe ein dummes Gefühl, wenn ich jetzt an die Funkstation rangehe, muss ich dir ehrlich sagen. Muss ich euch ehrlich sagen. Ganz mieses Gefühl. Kampf, ach so, also das ist das Ding. Bäh. Nix. Aha. Na ja, gut. Dann gehen wir hier rein. Wenn keine Überraschung da ist. Ist keiner mehr. Ey, warte mal, da habe ich was gesehen. Aber das bleibt nicht dabei. Es geben schon wieder Dietrich hier drauf, ohne Ende. Ich mache lieber die Tür zu. Ich habe so ein dummes Gefühl, dass das besser ist. Ganz mieses Gefühl vielleicht dabei. Found a radio station upstairs. I understand you're not happy with the situation, but for now you'll have to stay put. At least until I discuss your next move with Connor. Is that clear? Yes, Commander. Awaiting further instructions. Over and out. All right. Looks like we're turning in for the night. I understand that not everything went as planned today. There are still a lot of unanswered questions here. But for now, get some rest. Tomorrow will be when the real work starts. Yes, sir. Rivers, do you have a moment? I need to talk to you about your performance today. Sir. Each of us has been selected for this mission because we all have something to contribute. When we don't do our part, people die. That's what happened during my previous assignment. So I need you to be more focused. Is that understood, Rivers? Yes, sir. Mehr Fokus, der hat doch eine Macke. Ich wollte bloß Ressourcen sammeln. War schon verboten, ey.
Herr Ostago, ich habe noch nie verstanden, warum du so viel Wert auf dieses Tagebuch gelegt hast, Box. Jede Nacht konnte ich sehen, wie du erst einige Zeit mit dem Schreiben beschäftigt warst, bevor du dich uns am Feuer angeschlossen hast. Aber jetzt, wo ich mir alles durchlese, kann ich es endlich verstehen. Im Tagebuch steht es um uns, unser Team, alle dummen Witze und den Mist, den wir durchgemacht haben. Jede Kleinigkeit, selbst unsere Streitigkeiten darüber. Wer im Auto vorne sitzen darf. Scheiße, es ist ein Protokoll unserer kleinen, verrückten Familie. Es ist auch ein Protokoll über mich. Ich kann den Gedanken nicht ertragen, dass du es niemals vollständig fühlen wirst. So viele leere Seiten. Wahrscheinlich wäre es leichter, das Teil einfach zu verbrennen und es für immer zu vergessen. Aber leider habe ich keinen verdammten Zündstein für mein Werkzeug, Feuerzeug. Also werde ich es dort fortsetzen, wo du aufgehört hast. Ab heute. Okay, die haben wohl einen Teamkollegen verloren. Kameraden. Na, gucken wir mal, was Ries von mir will. Ach, so Scheiße. Also. Nee, lass mal. Ach, was ist ich? Sarge, any new orders from HQ? Not yet. For now, we're on our own. I have Pharaoh searching for any intel we may have missed yesterday. We'll see what comes up. What do we know so far, sir? I've been analyzing the intel that we have. I got some theories, but nothing concrete. I'm curious to hear what you think happened here. Where do you think those people went? Skyprodukt hat sie voll. Vielleicht wurden sie bereits evakuiert. Ich glaub's weniger. Die Patrouille hat sie entführt. Skynet hat sie getötet. Also wenn sie getötet hätten, hätten sie liegen lassen. Das steht fest. Evakuiert, glaube ich, weniger. Ich glaube, die wurden entführt. Ich glaube, die haben doch immer diese Fabriken, glaube ich, wo sie die Leute entführen dann. Oder diese Camps. Maybe those T-600s took the people here by surprise and put them on transporters. And what we fought yesterday was just a patrol left to make sure they got everyone. I agree. Their presence here doesn't fit this puzzle. But ultimately, the T-600 is a discontinued series. If Skynet wanted to abduct everyone without a trace, why send an outdated model? It's not impossible that an old Skynet army just wandered in here after everyone had left. As you can see, there's a lot to unpack here, and questions keep piling up. At this point, we just have to keep our eyes open. Speaking of which, do you mind checking on Pharaoh? I'm waiting for a status report from her. Yes, sir. Habe ich doch recht. Da hinten. Oder da unten? God damn it! What's up? I'm trying to get inside the armory, but I suck at this. I'd love to do it the usual way and blow this door wide open, but Reese doesn't want us to make too much noise. Can you help me? Ja, hacken kann ich.
Ja, ich kenn das. Nice job, Rivers. Huh. Bummer. There's barely anything left. Looks like I lost the bet. Ja, so schlecht ist es aber irgendwo nicht, wa? Wenn ich das hier so sehe. Ja, so schlecht ist das echt nicht. Da gibt's Schlimmeres. Ach, das Messer habe ich total vergessen. Gibt's ja auch noch. Ja, und das war's. Mehr ist nicht. You mentioned a bet. What do you mean? Evans has a theory that people here packed and left. I didn't think much of it at first. But an empty armory certainly is a head-scratcher. I guess we've got to keep looking. Speaking of which, I'm supposed to do a sweep of the entire area, but there's a back room on the ground floor that I couldn't get into. It's blocked by a bunch of stuff that I couldn't move. Can you grab Evans and see if the two of you can clear it? Sure. I'll let him know. Hältst du von dieser Situation, wie ist, riefst du? Ich werde doch jedes Mal fragen, wenn ich kann. What do you think about this whole situation? I think it's obvious something fucked up happened here. I'm just mad at myself that I didn't see this coming. How so? Well, whenever Reese gets a direct order from Connor, something's off. I don't know what the deal is between them. They always keep their cards close. So, this happens a lot? More than I'd like it to, that's for sure. I just wish Reese included me, since I'm always on these missions anyway. What's Reese like? You've worked with him for a long time. You want to know what Kyle Reese is like? He's like stone or steel. Nothing ever gets to him, for better or worse. What do you mean? This is the first time we've been able to take a minute to ourselves since the failure of our last mission, you know? And he's been up all day trying to figure out our next move. He's able to just disconnect, work himself tirelessly, as if nothing happened. Even if a lot of shit happened. Er sorgt sich um seine Leute. Muss nett sein. Also, pah. I'm sure it's because he cares for his people. I'd say that he cares for the mission more than his people. And here I am, trying to hold it together, thinking about the people we lost, and not doing a good job at it. Well, you wanted to know about Reese, not me. That's what he's like. Rivers, report to the communications room when you have a minute. Evans. Oh, doch, Nebenmission. Nee, andersrum. Andersrum wäre besser. Nebenmission macht man natürlich auch wieder. Immer gut an. Yeah? Yeah, Pharaoh mentioned there's a back room nearby that needs checking. Can you help me? She said it's a two-man job. Just let me know when. Man wusste, dass wir dann machen, wenn wir nichts finden würden. How did you know we wouldn't find anything in that armory? I've been trying to work on the car, but the garage here is missing some tools. The only things still lying around here are what the protocol deems inessential equipment. The things that are supposed to be left behind during an evacuation. Those people were packed and ready to go.
Do you think it's safe to stay here? That group of T-600s that we destroyed yesterday is a discontinued infiltration unit. They tend to malfunction. I doubt they're still connected to Skynet, so they couldn't give out our location. We're safe here. Having said that, I don't like the direction we're inching towards. North? Yeah. I'm ready. Let's go and see what's in that room. So, is it true, what they said in the car, that you took down a Terminator with your bare hands? It's true. How'd you do that? I didn't even know someone could do that. I was angry. Now focus, we have a job to do. Jetzt bin ich ach das. Sowas ist das. How do you want to do this? Ist doch nicht für zwei Leute. Achso. All dies angeht, ich würde euch gerne daran erinnern, dass Hilfe, die in unserem Freund, dem Einsiedler außerhalb der Zuflucht zukommen lasst, stets nur nach einem Ermessen gewährt werden sollte. Er hat sich selbst dazu entschlossen, draußen zu leben, versucht gar nicht erst, ihn dazu zu überreden, mit uns hier drin zu leben. Er scheint Sprengstoff zu besitzen und einige von uns halten ihn für gefährlich. Wenn ihr also mit ihm Kontakt aufnehmt, beachtet bitte die folgende Regel. Lasst Vorräte in guter Distanz zu seinem Versteck zurück und außer Sicht. Vermeidet direkten Kontakt, sofern möglich. Sarge, I've got a hold of some intel regarding someone who used to live just outside the shelter. Permission to follow the lead. Permission granted. Just remember, we don't want to alert Skynet to our presence here, so I need you to move undetected. Copy that. Gibt doch Nebenmission. Ausgedehnte Nebenmission. Da bin ich ja jetzt mal gespannt. Das war doch ein Hund gerade. Ey, was? Oh, oh. Beide? Rivers, we don't need Skynet's eyes on us right now. Ja, ich muss ihn trotzdem eiskalt machen. Holy moly, ey. Fertigkeiten. Standardwaffen. Oh, shit. Da hab ich wieder die Qual der Wahl, Alter.
Fertigkeiten. Herstellen, hacken. Alter, habe ich Glück. Ich sehe schon wieder am Rad, ey. Hilfe! Ich hasse diese Dietrich-Scheiße, ey, ganz ehrlich. Warte mal, ich tu mal hier. Schaden, wollen wir den Schaden? Nochmal zurück. Machen wir das jetzt? Also, das geht nicht. Scheiße. So. Ups, habe ich da was übersehen? Nee, hätte ja sein können. Junge, ich hasse die Viecher. Solange es bloß die Spinnendinger sind, ist ja alles in Ordnung eigentlich, wa? Bäh! Die Fallen, die werde ich wahrscheinlich noch nicht deaktivieren können, wa? Oh, shit.
Doch. Ach, ich kann sie nur vorübergehend deaktivieren. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Schon lange keine Fallen mehr deaktiviert. Ich glaube nicht, dass der Typ noch lebt. Oder doch? Ich werde dir ein Geheimnis anvertrauen, Cindy. Sie wissen einfach nicht, was für eine besondere Ratte du bist. Mit nur einmal Schnüffeln kannst du einen Menschen von einer Blechdose unterscheiden. Genauso versuchen sie auch ständig, dich mit Essen von mir wegzulocken. Aber wir wissen genau, was sie wirklich sind. Die menschlichen Gesichter, die Uniformen des Widerstands. Sie nehmen die Leute auf, die bei Galeria in eine Falle geraten sind. Auf den ersten Blick mag das hier vielleicht eine ganz normale Evakuierungsmission aussehen, aber seit sie hier angekommen sind, war nicht eine Drohne über uns zu sehen. Es ist einfach so, als ob Skynet genauso weiß, was hier ab vorgeht. Wie kann das sein? Aber sie werden dich nicht kriegen. Sie werden dich mir nicht wegnehmen. Selbst wenn ich nicht da bin, um dich selbst zu beschützen. Ich habe unser Versteck schön vorbereitet, um ihnen einen herzlichen Empfang zu bescheren. This doesn't make any sense. Resistance soldiers came to evacuate them? I need to report this to Reese. Ich würde mich nicht wundern, wenn ich jetzt hier ein paar Leichen finde, wa? Ja, einfach mal auch dazu sagen. Ich vermute mal, hier kann ich durch. Oh, doch dämlich. Hey. Eine Ratte als Handelsressource, ich geh kaputt. Das ist bitter. Ich hoffe, ich gehe jetzt nicht drauf. Vielleicht doch gar nicht so verkehrt, wenn ich die anlasse. Wenn es nicht mehr sonst so durchkommt. Aha. Hier ist keiner mehr, definitiv nicht. Die wurden wahrscheinlich weg, obwohl weggeschleppt, kann ja auch nicht sein. Der ist weg. Kein gutes Gefühl. Hier war ich schon drin. Puh. Da war ich auch.
Der ist jedenfalls nicht mehr da, keine Ahnung. Dachte, ich habe jetzt was gehört. Nee. Dachte, man kann ihn ansprechen. Na, dann halt nicht. Gerade was aufploppen sehen. Achso, das. Sergeant, what's going on? Someone used an emergency broadcast system to deliver a message. One of ours? Judging by how inaccurate the message is, it's more likely sent by a civilian. One of our missing residents? That's what we'll need to figure out. It's our best lead so far. I found something. A note from someone who witnessed Northridge being evacuated. By what appeared to be resistance soldiers. That's right. That's what I was afraid of. Good job, Rivers. Now that we're certain of what happened here, there's no other way but to follow the signal. Then we're moving out soon? No. We leave at dusk. I don't want us to move around in daylight. Oh, and Rivers? There's something else about that message that concerns me. It's been sent from somewhere inside Bakersfield. Isn't that just on the edge of the Annihilation Line? That's right. We're moving out as soon as it gets dark. Now's the time to rest. Mhm, also, dann halt nicht mehr. Den anderen quatschen. Achso, wieder ein Punkt. We've received permission from HQ to follow the signal. Next stop is Bakersfield. That's 2 hours away from the nearest resistance outpost. So if it gets too heated, there's no chance of support? That's right. Anyone have a problem with that? No, sir. I've got one thing, Sarge. Farrell. Shotgun. Shotgun? I only brought my rifle. Okay, forget it. Vielleicht war das der, den Funkspruch abgesetzt hat, der ein Siedler, der die Minen gelegt hat? Oder die Fallen? Könnte ich mir ja vorstellen. This is it. The message was sent from somewhere around here. It wasn't accurate enough to give us the exact location. So to cover more ground, we'll be splitting into two groups. I'll be spotting for Rivers. Evans, you spot for Farrell. What exactly are we looking for, sir? Any signs of civilian activity? No one's been in the area for a long time, so report anything you see. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Rules of engagement, sir. Fire at will. Let's move out. Rivers, let's go. Where do we start? There used to be a non-military checkpoint at an old command center in this area. That's where I want you to go first.